Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes mit einem sehr interessanten Fall und ja, jetzt müssen wir noch das hier untersuchen, wenn es geht. The intruder's trail is lost behind this wall. Was ist dahinter? Nix, ein Haus, okay. Hundi, kann ich mit dir noch was machen? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Hä? Bewegst du deinen Mund, Corny? Brave Toby. Doch. The best nose in the British Empire. Boah, der Baum sieht ja mal geil gewachsen aus. Da könnte man für meine Kinder sogar ein richtig geiles Baumhaus drauf bauen. Ist nicht zu hoch? Ich muss mit meinen Kindern mal irgendwo ein Baumhaus bauen. Das steht fest. Boah, selbst hier könnte man... Oh, ich will auch so einen Garten haben. Meinen Kindern einfach mal so ein Baumhaus reinzimmern. Boah, die hätten Spaß ohne Ende. So, dann quatschen wir erstmal den Typ sie an. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Nee. Ja, ne? Die Diebe. Ja, Frau und zu mit blauem Auge. Du bist schuld. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. So, Eide, jetzt bist du dran. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Hä? Was ist... Hä? Ja, das Bild kennen wir ja schon. Wow, jetzt muss ich noch... Ich muss noch Seemännern suchen. Was? Aber... Wie? Also selbst so eine Porzellanfigur ist Haufen wert. Das... Nee, da ist ein Seemann. Start gewesen. Weil da ist ein Seemannsknoten, Seefahrerknoten oder wie die Dinger hießen ist. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Müssen wir mal gucken. Ich komme nicht woanders hin. Warum? Aber dass das hier alles so passt, das... Ja, der Eik ist gut. Warum bin ich nicht aus dem Tor gegangen? Sondern fahr zu mir zurück? Die Suchbahne da unten kann ich nicht rufen. Oh wow, ernsthaft? Oh, sag mal, ich muss schon wieder zurückfahren. Und dann dort bestimmt rausgehen. Ah.
Ach ja. So. Oh. Da hinten ist doch gar kein Glockenturm. Hä? Hä? Wieso, Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Wie soll ich nach Seemännern suchen, wenn ich, Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Irgendwo ist noch was. Irgendwo ist noch was. Aber wo? Hä, Hund? Naja. What a horrible thing to have happened. Ich verstehe das nicht. Wir machen das jetzt mal so. Einbruch führt zum Mord. Wir nehmen jetzt mal die als Sündenbock. Okay. Der Fall ist zu einfach für sie. Das ist eine gute Gelegenheit, sich im Hintergrund zu halten und die ganzen Lorbeeren ihrem Freund Lestrade zu überlassen. Ihr Name wird in der Presse keine Erwähnung finden. Die Geschwindigkeit, mit der sie diesen Konflikt kniffligen Fall gelöst haben, ist schlichtweg phänomenal. Die Polizei hingegen hat wie immer ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt. Nee, nee, nein. Die Randalls als Sündenbock. Aber wie soll ich da nach Seemännern suchen, bitte schön? Das irritiert mich gerade. Weil hier ist noch einer. Den muss ich suchen. Kommt in diesem Fall vor. Einen Seemann.
weiß nur nicht, wo ich den finden soll. Weil hier wird mir ja auch nichts mehr angezeigt. Obwohl hier oben eigentlich noch was hinkommen müsste. Also fehlt da noch was. Wir könnten auch den drei Einbruchleuten da in die Schuhe schieben. Das wäre aber zu einfach. What should we do next, Holmes? Ja. Das ist es. Hallo. Einen kleinen Augenblick. So, da bin ich wieder. Es tut mir leid für den kurzen Cut. Meine Ex-Frau hat angerufen. Viele Leute, die mit mir privat auch zu tun haben, im Discord, WhatsApp-Gruppen und wissen, ich und meine Ex-Frau haben ein Wechselmodell, dass die Kinder jede zweite Woche 7 Tage bei mir sind. Das wissen eigentlich auch die Leute, die meine Videos schauen, weil ich das schon mal angesprochen hatte. Ja, es ging jetzt darüber, mein Sohn geht ja wieder in die Schule seit 2 Wochen. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Jetzt zu der Zeit, wo ich das hier aufnehme, ist noch, ja, die Corona-Pandemie aktiv und der braucht immer einen Zettel, wo wir unterschreiben müssen, dass er gesund ist und dass jeden Tag, dass er überhaupt am Schulgeschehen teilnehmen darf. Und mein Sohnemann hat den Zettel vergessen. Ja, jetzt wusste meine Ex nicht, ob der, mein Sohn zu mir geschickt wird oder nicht. Jetzt musste man das noch kurz ein bisschen abklären und dann kam wieder dieses, ja, dies, das, Ananas, Gequatsche wegen dem Wechselmodell und. Was mir hier steht, aber wenn ihr darüber mal was wissen wollt, wie das geregelt ist zwischen mir und meiner Ex-Frau mit den Kindern, dass ich darüber mal so ein Video mache, halt, wo ich mich hier hinsetze an den PC, mit Facecam aufnehme und im Hintergrund mal so ein kleines Let's Play laufen lasse, eine Minecraft-Map oder irgendwas anderes, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, weil viele interessiert das. Weil man kann das so regeln, dass die Kinder alle 2 Wochen das Wochenende beim Ex-Partner sind. Oder aber im Wechselmodell oder man ist alleinerziehend. Darüber kann man schon das ein oder andere Video machen. Jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Und wir spielen jetzt weiter. So. Genau. Enzyklopädien. Nein, wir brauchen die Zeitung. Startschuss für die erste elektrische Eisenbahn. Bla bla bla. Das ist von 93. Also Company, Bankless Mumie, Explosion, also kommst du noch, Ankunft der Rock of. Da haben wir es doch schon. Here it is. Da haben wir auch unseren Seemann. Und weiter geht's. The Shipping Company. The Adelaide Southampton London line and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Die Spitze. Ey, schon wieder so ein Fliegeviech. Meine Fresse. Die Spezialisten! Hallo, Kinder! Wiggins, could you come upstairs, please? Haha, stehen und liegen lassen, bei dem gibt's das meiste Geld. Geil. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes?
My secret police is better than the Yard in many ways. Geil! Ich feier das Game immer noch. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Jetzt gibt ihm das Geld. Oder auch nicht. Wir gucken uns das erste Mal an. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. James Telton. Nein, Henry. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. A.J. weiß ich nicht. Samuel Graham. James Tilton. Ich ist ja from. I do not think that this sailor has any connection to the case. Hä? I do not think that this sailor has any connection to the case. Jack Crocker. Charles W. Chili. Chill. Chill, 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 gut, nicht Chili. I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this sailor has any connection to the case. Du verarschst, jetzt habe ich schon fast alle durch. I do not think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this sailor has any connection to the case. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that some. I do not think that this sailor has any connection to the case. Ich habe hier so ein ganz kleines Fliegevieh, das nervt gerade. Ja gut, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich kriege das Fliegevieh hier auch noch down. Bis dahin. Bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.